Ding dong, hier ist der nervige Nachbar. Öffnen. Ach scheiße, ich muss erstmal hier mein Baseballschläger aus der Hand nehmen, ne? Wie war denn das jetzt nochmal hier? Bevor der Yogi da kommt. So. Ja. Können wir das ernten? Moment, gehen wir gleich hin. Herstellen. Zerlegen. 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 Wo kommt denn der Yogi? Und zerlegen. Ernten. Oh Gott, wir brauchen... Oh Gott. Moment, können wir nicht irgendwie Samen draus bauen? Warte mal kurz. Was ist denn? Nee, kann ich nicht. Na, herzlichen Dank. Wie viel Metall haben wir denn jetzt eigentlich? Mal so nebenbei. Metall, Metall, Metall. Jetzt gerade mal 10 Metall, ne? Oh Mann. So, jetzt kochen wir erstmal Süppchen oder was auch immer. Was ist denn das? Salat. Brauchen wir da. Mehr können wir nicht machen. Echt nicht? Och, scheiße. Warte mal, was ist mit Gemüsesuppe? Wasser. Wasser kriegen wir doch hin. Wasser. Gemüsesuppe war cool. Wir kochen Gemüsesuppe. Warte mal, wo war denn jetzt das Wasser wieder? Ich sollte mal eine Ordnung hier machen. So. Kochen. Können wir mehrere machen? Ja. Der holt nämlich schon wieder gleich rum. Ich hab Hunger! Ja, guten Appetit. So. Das Zeug. Stellen wir in den Kühlschrank. Ach, fick dich doch. Das kann man wegwerfen. Essen. Bevor es kaputt geht, esse ich's. Eigentlich müssten wir wieder in den Wald, müssten für Smoothies sammeln. So, Abfall. Es tut mir leid. So. Wir decken das mal zu, sicherheitshalber. Wie schwer sind wir? 36. Wir machen erstmal hier Gewicht, Gewichtsverlust. Warum bin ich eigentlich so schwer? Das Wasser wahrscheinlich, ne? Die Dose. 15 immer noch der Hebel, oder? Hebel? Nee. Was wiegt denn das so schwer? Die Falle? Nee. Die Suppe? Echt jetzt? Die Suppe? Die ist da doch nicht ganz dicht. Okay. Halt, ich brauch 10 Metall habe ich dabei, hoffe ich. Ich hoffe, dass die jetzt dabei sind. So, benutzen. Einmal Mine. Ah, der ist doch schon wieder kurz am Einknacken. Wir reparieren wenigstens den Käse. Weil es dauert ja auch wieder seit Zeit. So. Reparieren. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. 10 Metall. Und danach gehen wir wieder schlafen, weil er ist müde. Sehr müde. Und wir haben den Baseballschläger eh daheim liegen gelassen. Ah, ist das nervig. Verdammt. So. Lauf.
bevor du mir wieder einknackst. Renn, renn bloß ins Bett und mach Bubu. Nickerchen, gute Nacht. Hui, das war aber auf dem letzten Drücker. Ach so, ich kann ein. Ah, okay, wenn ich. Ich wollte es zwar ausprobieren, wenn ich einfach drücke, dann stehe ich wieder auf. Das ist doch perfekt so. Was denn? Warum gehe ich denn hier eigentlich. Was ist denn das jetzt schon wieder? Harte Nacht. So, ich wollte eben mal gucken, was wollte. Achso, ich brauche Stoffe in den Dingern, ne? Das ist doof. Achso, in den Teppich. Ja, lohnt sich das jetzt noch? Wisst ihr was? Wir pflanzen jetzt noch den restlichen Käse da an. Nützt ja nichts. Wann ist ja eh schon wieder Schlafenszeit? Das nehmen wir. Wasser nehmen wir. Da ist nichts. Und Sonnenblumenkerne. Maissamen. Achso, ja, jetzt will er wieder aufdecken. Pflanzen. Lauf. Mais bitte. Was brauchst du? Was denn? Okay, wir pflanzen. Nee, stopp. Können wir da noch was machen? Ja, habe ich doch gemacht. Ey, was ist denn eigentlich mit unserer Krabbeloma da? Warte mal kurz. Was hat die eigentlich zu bieten? Karotten, Salat, Rüben, Mais, Gurken. Wir müssen in den Wald, müssen pflücken. Es ist unfassbar. Wir müssen echt pflücken. Also gut. Jetzt räumen wir erstmal den ganzen Käse da auf. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Heul doch nicht schon wieder rum. Das Essen hält, hoffe ich noch. Wenn wir dann eh in den Wald gehen. So, du machst jetzt ein Nickerchen. Du schläfst jetzt so richtig. So, aber hallo richtig. Heute noch. Komm, ab ins Bett. Jetzt ist mal gut. Warum regeneriert sich das denn nur immer so ein bisschen? Verstehe ich nicht. Ich schlafe doch die ganze Nacht. Was hat er denn jetzt schon wieder für Probleme, unser kleiner Mr. Prepper? Da guckt er das an. Ja, weil ich nicht mit vollem Magen ins Bett bin, oder was? Was bist du für ein Verwöhnter? Hier, essen. Na, guck mal einer an. Bist du wieder glücklich, ne? So. Wir holen uns jetzt einen Baseballschläger. Ach komm, wir nehmen den mit. Decken den Käse hier ab. Zudecken. Und gehen jetzt in den Wald. Benutzen. Und konzentrieren uns nur darauf, Smoothies zu sammeln. Quatsch, Blaubeeren zu sammeln. Smoothies zu sammeln, was rede ich denn? Also nehmen. So, ist da noch was? Nein. Da. Renn. Da. Renn. So, ist da noch was? Das nehmen wir mit. Nehmen. Renn.
nehmen. Renn, 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 renn. Gut. Gut, gut. Level 2. Renn, 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 renn. Was mache ich denn? Ich Volldepp. Oh Mann, ja, entschuldige. Level 2, bitte. Ich wollte das doch reparieren. Mal gucken, was dann da oben kommt. Ich muss auf die Vollversion. Okay, ich habe zwar den Hebel, aber ich kann nichts reparieren. Das ist ja toll. Das ist genau das, was ich machen wollte. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Okay, da ist nichts mehr. Ist da hinten noch was? Renn, 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 renn. Sieht doch ganz gut aus. Noch irgendwo? Da ist doch noch was, ich sehe es doch. So. Renn, 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 renn. Ja. Und dann gibt es erstmal Smoothies für alle. Dann laden wir sogar den komischen Agenten ein. Was ist denn jetzt? Warum? Was willst du? Du bist doch völlig unausgeglichen, Kerl. Hallo, kleines Rehchen. Nix da. Wir müssen noch weiter. Ah, ne, wir müssen nicht weiter, ne? Der heult doch schon wieder rum. Stopp, 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 stopp. So, wie kriege ich jetzt den wieder da hoch? Nickerchen machen, vielleicht. Ja. Das war jetzt aber nicht so toll. Wenigstens können wir die Dinger machen ohne Ende. Koch, wie du noch nie gekocht hast. Wie lang du auch immer dafür brauchen mögest. So, fühlst du dich jetzt wieder geil? So. Geht schon wieder irgendwas drauf. Essen wir. Wird alles weggemupfelt. Wir schmeißen nichts mehr weg. So. 17 Uhr 21. 17 Uhr noch was. Oh, ey, das ist. Das ist ja. Pass auf, wir machen das jetzt so. Wir tauschen nochmal unseren Baseballschläger aus. Gehen jetzt nochmal. Nee, nicht ein Nickerchen. Wir gehen schlafen. Ist jetzt natürlich doof. Ist das, was wir machen könnten? Och ja, die Decke. Ist ja gut. Hallo? Komm runter mit dir. Hallo? Hallo? Wir nutzen die Zeit kurz und heben nochmal ein was aus. Und zwar hier. Bauen. Wenn wir eh nicht wissen, was wir tun wollen, dann bauen wir. Wie die Weltmeister.
So, jetzt gehen wir hoch, gehen wir schlafen. Nein, wir gehen noch nicht schlafen. Dann bauen wir noch einmal. Mir egal. Nützt ja nix. Alles abtragen. So, jetzt gehen wir aber schlafen. Zwei Räume ausgebuddelt, ist doch schon mal was. So. Können wir jetzt mal halbwegs wieder fit sein? Das wäre voll nett. Weil dann drücken wir uns jetzt noch einen Smoothie in die Kehle. Und würden endlich mal Richtung Mine tendieren. Komm, einer geht noch. Ja, super, ne? Findest du auch geil. So, das Holz lagern wir ein. So. Jetzt aber. Mine. Benutzen. Es ist früh am Morgen. Wir sind voll geil drauf. Wir machen jetzt Minenabenteuer. So, willst du noch was mit uns? Renn. Wir haben repariert. Also, dieses Ding ist uralt, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Oh, wunderbar. Nun, wenn du mich entschuldigst, ich muss wichtige Dinge in der Mine überprüfen. Ich glaub dir doch kein Wort. Entschuldigung, ich muss mich mal kurz in eine halbwegs bequeme Sitzposition begeben. So, also runter mit uns. Ach ja, es ist 8.23 Uhr. Wir sind ausgeruht. Wir sind fit. Das ist nicht dein Ernst. Nein, jetzt wollte ich hier... Mann! Okay, diese Geschichte setzt sich in der Vollversion fort. Wenn du versuchen willst, im Bunker zu überleben und Mr. Prepper Geschichte erleben willst, empfehlen wir dir, Mr. Prepper Steam-Seite zu besuchen. Füge Mr. Prepper zu deinen Wunschlisten hinzu und abonniere, um auf den neuesten Stand zu bleiben. Wir hoffen, dir hat dieser kleine Teil unseres Spiels gefallen. PS, obwohl dies das Ende der Story des Prologs ist, ist das nicht das Ende des Inhalts, den du entdecken kannst. Du darfst gerne weitermachen. Nein. Jetzt bin ich beleidigt. Nein. Okay. Dann nutzen wir die Chance und machen mal Schluss. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Wie gesagt, ich kann weiß, je nachdem, wie lange das jetzt gedauert hat. Wenn ich da draus einen angezockt oder so ein kleines Mini-Let's Play machen. Oder in der angezockt Reihe. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, was halte ich von dem Spiel? Also grundsätzlich bin ich ja totaler Fan von sowas aufzubauen. Ein bisschen Survival. Ein bisschen da, das machen. Das aufbauen, ausbauen und ein bisschen aufpassen, nicht entdeckt zu werden. Finde ich schon cool, die Idee. Das, was mir aber jetzt wirklich schon blöd aufgefallen ist, sind diese nervig langen Laufwege. Also muss ich echt sagen, das war nicht mein Ding. Vielleicht überlegen sie sich da was, aber also ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte in ein Gebiet reingehen und dann war der Tag eigentlich schon gelaufen. Man hat es ja gesehen, ich habe vorhin mal so Blaubeereimer komplett im Dach gesammelt. Der Tag war dann rum. Dafür, dass ich dann drei Smoothies oder vier hatte. Damit ich dann damit jetzt zwei Tage wieder halbwegs über die Runden komme. Aber gut. Wie gesagt, vielleicht ändert sich ja da noch was. Aber grundsätzlich fand ich es eigentlich ganz cool. Nette Story. Mal schauen, ob sie noch mehr draus machen. Ja. Dann warten wir mal, bis die Vollversion kommt. Dann werde ich mir die mal anschauen. Weil interessieren tut es mich auf jeden Fall. Vor allen Dingen würde ich gerne wissen wollen, was man noch so alles bauen kann. Und ob man Räume verbinden kann, weil so zwei, also diese kleinen Räume, die waren ja irgendwie doof. Aber gut. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau.
Wen es interessiert, das Spiel gibt es umsonst auf Steam. Das ist eben dieser Prolog. Spielt selber, probiert aus, findet selber euren eigenen Spielstil. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar kleine Geheimnisse. Ich würde mal einen Daumen so in Richtung hoch zeigen. Ich schaue es mir auf jeden Fall, wie gesagt, weiter an. Mal schauen, was da weiter passiert. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt noch weiter auf unsere Seite. Wir haben noch ganz viele andere angezockt Sachen, also ganz viel unterschiedliche Sachen. Wir haben auch lange Let's Plays. Wir haben viel Coop-Sachen. Daumen und Kommentare und was auch immer. Ihr wisst ja eh selber, das sagt doch eh jeder tausendmal. Also macht doch einfach mit. Wir würden uns freuen. Ich wünsche euch was. Ciao.